Littuntraute x27 Semikolon ist dann zu Stars überrascht, keine Profi-Eröffnung mehr? Sie heizen dem Publikum so richtig ein normalerweise. Eigentlich ist es eine Tradition bei Let's Dance, die Profitänzer eröffnen die Show mit einer gemeinsamen Performance und stimmen die Zuschauer im Studio und vor den Bildschirmen ein, doch gestern fiel dieser Start aus. Ob das mit der verkürzten Sendezeit zusammenhängt? Auf jeden Fall sind die Promis und Profitänzer total enttäuscht, wie sie Promiflas verraten haben. Roman Lochmann, 18, habe das gewisse Extra gefehlt, ich fand es sehr schade, weil die Opener von den Tänzern einfach immer unglaublich geil waren. Da kommt man richtig ins Tanzfieber und in Stimmung. Seine Partnerin Katja Kalugina, 25, bedauerte ebenfalls die Entscheidung, denn der Auftritt sei sehr effektvoll für die Zuschauer. Iris Mareike Steen, 26, war auch traurig, doch der direkte Auftakt habe seine Vorteile, aber so hatten wir unsere Männer hinter der Bühne und das war auch cool, dass man direkt mit ihnen rausgehen konnte. Doch warum wurde der Akt gestrichen? Auf Promiflas Anfrage erklärte ein RTL-Sprecher, dass man den Ablauf variiert habe und schnell den ersten Tanz präsentieren wollte. Was sagt ihr zu dieser Veränderung? Wollt ihr die Eröffnung durch die Profis in der kommenden Woche zurück? Stimmt ab!